Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Wie immer würden wir uns riesig freuen, wenn ihr den ersten Link in der Videobeschreibung auscheckt. Da geht's rund um unser Buch von Sigmund Freud bis Erik Erikson. Viel Spaß mit dem Video und jetzt geht's los. Und damit ganz herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert. Heute gucken wir uns mal die grundlegenden Faktoren des demokratischen Schulmodells nach Lawrence Kohlberg an. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Mit dem grundlegenden der Just Community School. Und dabei ist es so besonders, denn es ist ein demokratisches Schulmodell, was praktisch in den 60er, 70er Jahren entstanden ist und es ist auf der Grundidee aufgebaut, eine gleichberechtigte Art des Lernens zu schaffen. Das heißt, grundsätzlich ist erstmal jeder Mensch, der in dieser Schule mitarbeitet, gleichberechtigt. Also sowohl Lehrer als auch Schüler als auch Eltern sind in der Situation der Schule erstmal komplett gleichberechtigt, haben erstmal eine demokratische Gleichheit und können sich dementsprechend alle bei der Meinungsbildung in ihrer Schule gleichberechtigt einbringen. Dabei werden die Lehrer praktisch anders verstanden, als sie das in dem typischen Modell des statischen Modells verstanden werden, was wir beispielsweise auch in Deutschland meistens vorliegen haben, denn sie werden als Lernerweiterung verstanden. Was ist eine Lernerweiterung? Wie kann man diesen Begriff jetzt praktisch ausdefinieren? Unter dem Begriff der Lernerweiterung versteht man bei Lawrence Kohlberg, dass Lehrer sich nicht nur als Vermittler des Stoffs, des Schulstoffs verstehen. Nein, sie verstehen sich auch als jemand, der praktisch über das Lehren hinaus noch als Lernerweiterung dienen kann, nämlich insofern, als dass sie auch Normen und Vorstellungen beibringen beziehungsweise diesen demokratischen Grundverdanken leben und vermitteln können. Das wird natürlich in Teilen auch in den Schulen in Deutschland umgesetzt, aber da geht es wirklich nochmal stärker darum, diese Lernerweiterung zu bieten, nämlich auch dieses Verständnis nochmal am aktiven Modell zu lehren. Die Förderung des Moralverständnisses ist dabei der zentrale Aspekt, den Lawrence Kohlberg hier definiert hat, denn für ihn war es wichtig, dass das Moralverständnis ausgebildet wird und man praktisch die Gesellschaft als Ganzheit versteht und dementsprechend auch umfassendes Verständnis für die Demokratie bekommt und diese auch respektiert und honoriert. Dabei war die erste Schule in den Bronx, das ist ein praktisch früher bekannt gewesen als Problemviertel in New York City. Heutzutage hat sich da einiges gebessert, aber es ist immer noch problematisch teilweise. Und dementsprechend zeigt sich auch, wie Lawrence Kohlberg angesetzt hat. Er hat versucht, gerade in diesen Vierteln eine Akzeptanz gegenüber der Demokratie zu schaffen und natürlich auch weiterhin das Moralverständnis zu fördern, die Gesellschaft zu fördern. Der Lehrplan ist natürlich trotzdem existent. Das heißt, auch wenn die Schule grundsätzlich erstmal demokratisch ist, ist natürlich trotzdem ein Lehrplan existent und der wird dann auch durch den Staat vorgegeben. Es ist natürlich immer unterschiedlich von Land zu Land, in welchem Land praktisch dieses Schulmodell umgesetzt wird. Allerdings, auch wenn es ein demokratisches Schulmodell ist, kann der Lehrplan nicht einfach abgeschafft werden, sondern der Lehrplan ist natürlich weiterhin existent und wird auch umgesetzt. Das Grundprinzip, wie diese demokratische Schuleinheit eigentlich umgesetzt werden soll, ist dabei, dass es Gemeinschaftssitzungen gibt. Dabei werden viele Schüler mit Gleichberechtigung durch verschiedene Stimmrechte, aber natürlich auch die Lehrer und die Eltern involviert und diese müssen dann über wichtige Regeln bzw. auch die Durchsetzung der Regeln abstimmen und versuchen, das dann natürlich immer in den täglichen Schulalltag zu integrieren. Dabei kann es natürlich auch sein, dass wichtige Entscheidungen, die die Schule betreffen, auch hier drüber abgestimmt werden müssen, beziehungsweise diese Abstimmung natürlich auch darum gehen, die Gemeinschaftssitzung bzw. die verschiedenen Teile, die die Schulschaft interessieren, praktisch umgesetzt werden. Das heißt, Schüler, Lehrer und Eltern können natürlich verschiedene Punkte, Abstimmungspunkte einbringen, über die dann diskutiert wird und anschließend dann sogar abgestimmt wird, inwiefern die Regeln beispielsweise abgeändert werden, beziehungsweise inwiefern bestimmte Strafen oder aber auch Maßnahmen beschlossen werden. Das soll es jetzt auch gewesen sein von diesem Video rund um Lawrence Kohlberg. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns mit einem Like oder einem Kommentar sowie einem Abo unterstützen würdet. Ansonsten haben wir für euch jetzt noch inhaltlich relevante Videos direkt an das Ende dieses Videos dran gecuttet. Falls euch das interessiert, bleibt einfach dran und jetzt würde ich sagen, starten wir direkt mit den weiteren Videos.
Kommen wir jetzt zu weiterführenden Inhalten, die insbesondere natürlich darum gehen, wie Lawrence Kohlberg überhaupt seine Modelle auf die Just Community School angewendet hat. Und hier geht es insbesondere darum, dass er die Entwicklung der Urteilsbildung fördern wollte. Das heißt, dass die Kinder schon früh dieses Moralverständnis bekommen, beziehungsweise auch die Möglichkeit bekommen, sich innerhalb der Gesellschaft einzubringen und dass sie früh schon verstehen, dass die Demokratie ihnen die Möglichkeit bildet, ihre eigene Urteilsbildung zu fördern und zu fordern. Dementsprechend, dass das Verhältnis von Urteil und Handlung immer vorhanden ist, dass man versteht, dass nur weil man sich selbst ein Urteil gebildet hat, dass dieses nicht unbedingt auch direkt umgesetzt wird, aber dass man durch das Einbringen seiner eigenen demokratischen Meinung in den demokratischen Dialog auch eine Handlung erzwingen kann, beziehungsweise dass man eine Handlung forcieren kann, indem man sich immer wieder einbringt und sich dementsprechend an der Demokratie beteiligt. Dabei war es für ihn ganz wichtig, dass die Selbstverwirklichung des Schülers bzw. des zu Erziehenden im Vordergrund steht. Natürlich sollten auch die Eltern und die Lehrer immer weiter gefördert werden, aber diese haben nach ihm ja schon eine gewisse Entwicklung durchlaufen. Aber ganz wichtig, dass die Schüler, die eben in einer Just Community School leben bzw. arbeiten, praktisch sich selbst verwirklichen können, selbst ihre Urteilsbildung immer perfektionieren konnten, aber auch ihre Meinungsbildung immer weiter gefördert wurde. Außerdem sollte natürlich ein grundsätzlicher Diskurs stattfinden. Das sehen wir insbesondere an den Gemeinschaftssitzungen, die stattgefunden haben. All das natürlich Möglichkeiten, wo Kinder und Jugendliche sich immer wieder im ständigen Dialog und Diskurs miteinander befanden. Insbesondere natürlich auch interessant, wenn dieser Diskurs dann mit älteren Personen, mit Eltern oder Schülervertretern, aber auch natürlich Lehrern stattfindet. Das sind natürlich Möglichkeiten, wo die Urteilsbildung, Selbstverwirklichung und der Diskurs noch mal besser gefördert werden kann. Außerdem ist das natürlich im Vergleich zu den heutigen Verhältnissen an der Schule ein großer Zusatz an der Rollenübernahme durch die Schüler. Das heißt, die Schüler übernehmen mehr und mehr Rollen, beziehungsweise übernehmen viele Rollen, die an typischen Schulen in Deutschland beispielsweise durch Lehrer übernommen werden. Insbesondere die Entscheidungsfindung, die hier bei den Schülern liegt, die ist meistens von den Kompetenzen her an typischen Schulen in Deutschland anders geregelt. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, wo eine höhere Akzeptanz bei den Schülern gegenüber der Demokratie herrscht. So hat es jedenfalls Lawrence Kohlberg gesagt. Er hat gesagt, wenn wir den Schülern mehr Macht sozusagen geben, dann verstehen sie vielleicht besser, wie Demokratie funktioniert. Und dann ist auch eine höhere Akzeptanz am Ende der Schullaufbahn gegenüber dieser Demokratie vorhanden. Dabei ist das Modell grundsätzlich auch auf den Kindergarten schon anwendbar. Es hat aber in der Praxis tatsächlich eher seine Anwendung in den späten Grundschulklassen bzw. dann in den weiterführenden Schulen gefunden, wo es dann auch erstmalig in der Bronx in New York umgesetzt wurde. Die Bewertung der Klausuren und die schriftliche Bewertung des Sozialverhaltens findet natürlich trotzdem statt. Das heißt, ich hatte es auch schon angesprochen, es ist durchaus natürlich wichtig, dass der Lehrplan auch existent ist und umgesetzt werden muss. Denn nur weil die Kinder auf eine Just Community School gehen, heißt es nicht, dass sie entbunden sind von den Lehrpflichten, die im jeweiligen Land existieren. Nein, aber sie müssen dementsprechend auch Klausuren schreiben und das Sozialverhalten wird praktisch so, wie es hier in den Grundschulklassen in Deutschland meistens auch durchgeführt wird, auch bewertet. Bewertet heißt dabei aber nicht zwangsweise, dass es mit Noten bewertet wird. Nein, insbesondere das Sozialverhalten wird mit Texten sozusagen ausformuliert und diese Texte werden dann schriftlich niedergefasst und werden dann dem einzelnen Kind bzw. den Elternteilen überbracht. Und damit nochmal das Ziel, was nochmal ganz wichtig herauszustellen ist, was Lawrence Kohlberg für sich verantwortet hat, nämlich die Selbstverwirklichung, die Selbstwirksamkeit, dass man versteht, dass man in einer Demokratie sich einbringen kann, sich einbringen muss, um dann praktisch einen Diskurs anzuregen, um etwas zu verändern. Das ist also sein übergeordnetes Ziel der Just Community School. Und jetzt kommen wir noch zur Kritik. Es gibt durchaus ein paar Kritikpunkte, die an dieser Just Community School geübt werden können. Das sieht man auch unter anderem darin, dass die Just Community School, trotz dass es ein Modell ist, was schon sehr lange besteht, noch nicht vollends umgesetzt wurde, beziehungsweise kaum vollends umgesetzt wird. Sicherlich in Teilen zum Beispiel durch die Schülervertretungen an den Schulen immer mal wieder eingebracht wird, aber eben noch nicht so umfassend. Die Kritik kann dabei sein, dass es nur schwer für Quereinsteiger nutzbar ist. Das heißt, andere Kinder sind besser in das neue System integriert. Insbesondere
Kinder, die das vom Kindergarten an schon kannten, dieses System, verstehen es besser als jemand, der praktisch nach der Grundschule dann in eine solche Schule wechselt und dann erstmal verstehen muss, wie diese demokratischen Grundprinzipien überhaupt funktionieren, wie der Diskurs miteinander funktioniert. Und all das kann natürlich zu Ausgrenzungen bzw. zu einer schwereren Eingrenzung für die eigene Selbstwirksamkeit führen. Außerdem sind die rechtlichen Bestimmungen nicht immer letztendlich geklärt. Es hat insbesondere sich gezeigt, dass bestimmte Entscheidungen einfach nicht von Kindern getragen werden können, beziehungsweise dass die Stimmrechte dafür nicht ausreichend sind, all das umzusetzen, was Just Community School eigentlich vorsieht, was Lawrence Kohlberg eigentlich vorsieht. Das ist natürlich ein Problem, wenn rechtliche Bestimmungen nicht eingehalten werden können. Dann kann dieser Grundgedanke des Demokratieprinzips, dieser Grundgedanke der Abstimmung bei Gemeinschaftssitzungen nicht immer umgesetzt werden. Und das führt dann natürlich zu weiteren Problemen. Außerdem gab es stark differenzierte Lernerfolge. Das heißt, manche Kinder sind unter diesem System sicherlich gut aufgegangen. Sie konnten weitere Erfolge feiern. Allerdings auch insbesondere schüchterne Kinder hatten meistens das Problem, dass sie sich nicht in dem Maße in den Diskurs einbringen konnten, nicht in dem Maße in die Gesellschaft bzw. in die Gemeinschaft der Schule eingebracht wurden oder sich integrieren konnten. Und dadurch hat es dann natürlich wiederum dazu geführt, dass die Lernerfolge nicht so hoch waren, wie es beispielsweise am typischen Schulmodell der Fall gewesen wäre. Außerdem gibt es ein hohes Misstrauen der Eltern an der Umsetzung bestehender Lernmethoden. Meistens ist es dementsprechend so, dass die Just Community Schools nicht so hoch frequentiert werden, nur wenige Eltern das Vertrauen geben, viele Eltern eben starke Bedenken haben. Und das ist natürlich auch ein Kritikpunkt, der von vielen angebracht wird, denn die Lernmethoden sind eben teilweise für manche Schüler nicht so effektiv, wie sie das für andere sind, und dementsprechend das ein weiterer Kritikpunkt, den man hier sicherlich anbringen kann.